Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs auf einer kleinen Bushcraft-Tour. Das eine oder andere habe ich heute vor, euch ein paar Fragen beantworten. Unter anderem schauen wir uns auch dieses kleine faszinierende Ding hier an. Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Tja, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe natürlich auch wieder den kleinen Samwise hier unterwegs, der sich gerade sehr für diese kleine Rolle interessiert. Und zwar ist das Erbswurst, ja? Mythos Erbswurst, das ist für alle, die es überhaupt noch nicht kennen, so eine Art, ja, kleines Mitnehmen-Essen, bei dem mittlerweile die Produktion eingestellt worden sind. Da war in den Foren, wurde viel darüber diskutiert. Viele haben sich davon Vorrat sozusagen für zu Hause gekauft. Wir gucken heute mal, ob dahinter der Begeisterung für dieses Ding, für diese Knorr-Erbswurst, irgendwie mehr Nostalgie steht oder ob das wirklich eine fantastische, tolle Sache ist. So sieht das Ding übrigens in der Nahansicht aus. Hier stehen dann die Ingredienzien drauf. Unter anderem ist da drin Erbsmehl natürlich zum großen Teil, Palmöl, nicht so gut, geräucherter Speck, Salz, Extrakte, Geschmacksverstärker, Aromen, Sellerie, Karotte, Lauch, Zwiebel, geräucherte Hefe, Raucharoma. Ihr merkt also relativ schnell, das Ding ist vollgepackt mit Zusatzstoffen, wie man es natürlich auch von Maggi und Knorr ganz normal aus dem Supermarkt allgemein von Fertiggerichten kennt. Ja. Darum soll es jetzt mal nicht genau gehen, sondern warum das eigentlich so beliebt ist. Wir gucken uns jetzt mal so ein Ding in der Nahansicht an. Ich selbst habe es schon mal vorher gegessen. Ja. Du kannst mir gerne unten mal in die Kommentare deine Meinung und deine Erfahrung vor allen Dingen zu der Erbswurst auch mal reinpacken. Ich bin sicher, der ein oder andere von euch hat dazu schon Erfahrung. Und dann können wir alle mal zusammen ein bisschen drüber gucken. Das Ganze hier ist einfach so eine mit Papier umwickelte Rolle, die dann einfach solche, ja, so Bites drin hat. Das ganze Ding riecht im Prinzip auch schon wie eine ganz normale Erbsensuppe, ja, so ein bisschen trocken. Ich probiere mal im trockenen Zustand. Ja, ein bisschen wie Brühwürfel mit geräuchertem Speck so als Zusatzgeschmack. Ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das so gerade mal nur so ein bisschen was auf der Zunge hat. Und wir werden dann gleich Wasser erstmal hitzen und das schön da reinpacken. Einmal ganz kurz die Nährwertangaben. Das ist natürlich für Trecker und für Prepper auch durchaus interessant, was da überhaupt so drin ist. Ja, wir haben relativ wenig Fett. Also pro 100 Milliliter zubereitet haben wir 1,2 Gramm Fett, 2,1 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Salz, 1,2 Gramm Ballaststoffe und nur 34 Kalorien. Insgesamt wiegt die Rolle 135 Gramm und ergibt 6 Teller, das heißt 1,5 Liter Suppe, die dann 6 mal 85 Kalorien enthalten. Also 510 Kalorien auf die ganze Wurst, draufgerechnet auf 135 Gramm ist das in Ordnung. Das ist allerdings jetzt auch nicht mega viel. Schokolade und Nüsse haben natürlich ein besseres Verhältnis von Gewicht zu Kalorien. Aber dafür, dass man hier im Prinzip ja eine kleine Art von Mahlzeit bekommt, mit mehreren Ingredienzien, wenn die auch nicht so nährwerttechnisch hochwertig sind, ist das in Ordnung im Endeffekt. Was natürlich sehr für dieses Ding spricht, ist, wie einfach das zuzubereiten ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Dafür habe ich mir wieder hier einen meiner Lieblingsplätze im Wald schön rausgesucht. Ja, schön in der Hängematte abhängen. Ja, ich habe gerade schon mal ein Stündchen hier einfach nur im Wald rumgehangen. Ja, einfach ein bisschen in die Natur reingeguckt, um ein bisschen auch runterzukommen. Das mache ich oft so, bevor ich drehe. Ja, ich gehe gar nicht raus und drehe sofort drauf los, sondern oftmals bin ich erstmal eine Stunde oder so hier draußen, um einfach ein bisschen runterzukommen, um mich zu entspannen. Wir haben dabei die einfachste Art zu kochen, die es wahrscheinlich nur irgendwie gibt, außer man hat noch einen Elektroherd dabei, aber das habe ich selten im Wald, ist der Trangia Spirituskocher. Ja. Und wir brauchen keinen großen Topf, sondern einfach nur was zum Trinken im Prinzip. Und dann nehmen wir uns so eine kleine Ikea-Milchkanne mit. Samwise. Fantastisch. Laut Packung sollen wir eine Tablette sozusagen auf 250 Milliliter Wasser machen. Da ich das natürlich hier im Wald jetzt nicht perfekt schätzen kann, weil das Ding auch keine Markierung hat, mache ich das einfach nach Gefühl. Vielleicht können wir sie einfach ein bisschen dicker als sonst machen. Wir machen uns eine doppelte Erbswurst.
Und jetzt muss das Ganze natürlich schön warm werden. Dann rühren wir es um, zerkleinern das, ja. Okay, hier steht Teilstück in einem Topf zerdrücken und dann erst das Wasser drüber tun. Das ist jetzt natürlich Profi am Werk mal wieder, ne? Kennen wir ja von mir. Deshalb müssen wir jetzt mal nachträglich dann das hier so ein bisschen da drin verwurschteln, ne? Aber das kriegen wir hin, das, ach komm, das löst sich ja so schon auf. Ups. Ah. Okay. Da gibt es bestimmt Wege, das klüger zu machen, als ich das gerade tue. So, wir warten jetzt einfach mal, bis das Wasser heiß wird. Und dann kommen wir nochmal wieder. So, unsere Erbswurstsuppe ist fertig. Samba ist schon ganz schön gnatschig, dass er nicht die ganze Zeit was zu essen abkriegt, weil hier riecht es ja dann gerade so lecker für ihn zumindest, ne? Und wir gucken uns jetzt mal an, ob das ein vernünftiges Fertigessen für draußen ist. Ich benutze ja zum Beispiel auch gerne einfach mal die China Instant-Nudeln. Halt dein Goschen da! So, die Konsistenz ist angenehm sämig, würde ich einfach mal sagen. Ja, ich habe sie ja jetzt ein bisschen gehaltvoller gemacht als normalerweise. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Erbswurst sozusagen auf die Menge Wasser hinzugetan. Ja, wir haben ungefähr 250 Milliliter Wasser, ein bisschen weniger vielleicht. Ich habe 2 Drops reingetan sozusagen. Das wird den Geschmack natürlich ein bisschen intensiver machen, die Kalorien ein bisschen erhöhen, was ganz cool ist, weil ich auch echt Hunger habe. Und ich muss sagen, es hat sich sehr gut verteilt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut sich auflöst in dem warmen Wasser, weil ich kenne das von manchen Knorr- und Maggi-Soßen, wenn man da mal eine benutzt, ja, dass die nicht immer sich hundertprozentig gut auflösen. Zumindest nicht so einfach gut auflösen. So, dann wollen wir noch mal probieren. Ja, ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sie esse. Ich habe sie schon vorher mal gegessen. Ich muss sagen, das ist nichts, was mich aus den Sockeln haut, um ehrlich zu sein. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Erbsensuppe, wie man sie vielleicht noch früher von der Armee kannte oder so. Das ist jetzt nichts, was ein Geschmackserlebnis sondergleichen ist, aber es ist halt schon ganz in Ordnung, muss ich sagen. Es ist nicht schlecht. Es fühlt sich halt so an, als würde man was Vernünftiges essen. Es ist warm. Aber ich muss sagen, ich kann schon verstehen, dass Leute das gut finden, weil es natürlich zum einen sehr komprimiert und dadurch praktisch ist, weil es einfach zu machen ist und weil es hier draußen mit relativ wenigem Aufwand dann auch was Schönes, Warmes ist, was schon ein paar Kalorien hat und was einen dann so motivatorisch auch ein bisschen zufrieden macht. Und dabei schmeckt sie ja jetzt auch nicht schlecht. Das heißt, ich kann natürlich verstehen, warum das einige gut finden. Ich persönlich werde sie jetzt aber auch nicht besonders vermissen, beziehungsweise ich habe mir 3 Rollen gleich gekauft. Das heißt, wenn ich mal welche essen möchte, dann habe ich in den nächsten 2-3 Jahren auch noch welche, weil so lange hält so ein Ding ja mindestens. Also ich weiß nicht, was daran schlecht werden sollte an so einer Erbswurst. Ich kann ja mal in die Kommentare reinschreiben, vielleicht hat ja jemand mal Erfahrung mit einer sehr lange liegen gelassenen Erbswurst, was da passieren könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas großartig bei schlecht wird, weil es ist ja alles an Wasser raus. Tja, und wenn ich hier so am Essen bin, dann kann ich ja auch mal mein Handy rausholen, weil ich habe euch beim letzten Bushcraft-Folge, wo ich das Holz abgesägt habe, ja einfach mal nach Fragen gefragt, die ich euch vielleicht beantworten soll. Ein paar von euch haben was unten reingeschrieben, worauf ich einfach gerne antworten würde. Übrigens, die erste Frage war natürlich unter dem alten Video, kannst du mal ein großes Video davon machen, wie du die Sambas, hör auf, wie du die Schüssel machst. Das Problem ist, ich habe mir natürlich wieder zu viel Zeit gelassen. Jetzt ist das Holzstück, was ich jetzt zu Hause liegen habe, natürlich wieder völlig vertrocknet. Ja, ich hatte 1000 andere Sachen um die Ohren.
Das ist leider so. Das heißt, ich kann demnächst mal wieder so ein Video machen mit einer schönen Schüssel, so richtig buschkraftig. Dann werde ich aber mir ein neues Stück Holz abschneiden und dann werden wir das nochmal von vorne angehen. Aber ja, gerne. Ansonsten schau auch mal gerne in meine Playlist rein, in der Suche, weil ich habe zum Beispiel meinen kleinen Becher schon mal ein Video von gemacht oder von einer großen Schüssel habe ich auch mal teilweise ein Video gemacht. Einfach mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Erste Frage, warum schleppt man beim Hightech Survival eigentlich noch einen Feuerstahl mit? Mit jedem Jetfeuerzeug und oder Grillanzünder ist einem da noch mehr geholfen, oder? Ja, das stimmt teilweise. Ich nehme auch manchmal Feuerzeuge einfach mit. Der unendliche Vorteil von einem Feuerstahl ist halt einfach, dass man sich um den keinen Gedanken machen muss. Also zum Beispiel ist er vielleicht einfach mit am Messer dran. Er kann ins Wasser fallen, vielleicht hast du einfach noch einen kleinen Feuerstahl über, den du irgendwo im Rucksack oder in der Jacke verstaust. Du musst dir nie Gedanken darum machen, dass da vielleicht man sich draufsetzt, es kaputt geht oder sonst irgendwas in der Richtung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt ja auch Ultra-Survival-Feuerzeuge, die auch dafür dann besser konzipiert worden sind. Ja, aber die kosten dann meistens viel mehr und die müssen halt nachgefüllt werden. Ja, ein Feuerstahl, wenn man einmal weiß, wie man damit vernünftig umgeht, ist es das einfachste und günstigste, was du so mitmachen kannst. Ja? Ein paar Mal kam die gleiche Frage, ungefähr die gleiche Frage, und zwar, was für Mittelaltermärkte ich denn eigentlich mache, wo und so weiter und so fort. Ich selbst bin ja Norddeutscher, ich lebe in Norddeutschland und wir machen auch Märkte im Großraum Oberes Niedersachsen und Unteres Schleswig-Holstein. Ihr könnt mal auf unserer Website blendingur.de, verlinke ich euch, wenn ich dran denke, unten in der Videobeschreibung, einfach mal gucken, da gibt es eine Liste, was es da an Märkten dieses Jahr für uns gibt. Ich glaube, wir haben 8 oder 9 Märkte. Darunter sind auch MPS-Märkte, ich glaube unter anderem Rastede, vielleicht Lohmühlen. Wir sind auf jeden Fall angemeldet, aber mal gucken, ob uns das nicht zu viel Trubel ist, weil der soll ja riesig werden, der Lohmühlen. Und ich glaube auch noch einen dritten MPS-Markt, da bin ich mir gerade aber nicht sicher. Da müsste ich selber noch mal in die Liste gucken. Ob ihr mich darauf ansprechen dürft, auf den Märkten, wird auch gerne mal gefragt. Das haben schon ein paar Leute gemacht. Ich kann nicht versichern, dass ich immer gute Laune habe, weil kein Mensch hat immer gute Laune. Das heißt, vielleicht habe ich gerade keine Lust zu schnacken. Ja, versucht es einfach. Ja, schnackt mich einfach an und ihr werdet relativ schnell merken, ob ich gerade in der Stimmung bin, zu quatschen oder nicht. Aber gegen das Ansprechen an sich ist ja nichts zu sagen. Und wenn ich dann halt gerade schlechte Laune habe oder ich habe gerade wirklich viel zu tun, dann sage ich halt, ich kann gerade nicht. Und dann ist das so. Aber schnackt mich ruhig an. Ich kann aber übrigens sagen, es ist keins in der Nähe Magdeburg dabei. Survival Marco, das ist einfach so. Wie planst du deine Fernwanderung in Bezug auf Tagesetappen, Einkaufsmöglichkeiten, Routen, Wasserstellen? Ich muss sagen, ich bin ein Kind meiner Generation. Ich benutze relativ viel Google. Das heißt, ich benutze Google Maps. Ich gucke, wo läuft die Strecke lang, welche Passagen möchte ich ungefähr in meiner Wanderschnelligkeit passieren. Also ungefähr 20 Kilometer am Tag ist so meine entspannte, wo ich ein bisschen was schaffe, aber nicht völlig fertig bin am Ende. Und dann gucke ich halt Google Maps ungefähr bei den Punkten, wo ich dann alle 24 Stunden sozusagen bin, ne, alle 20 Kilometer, ob da in der Nähe was ist. Und es muss ja nicht immer eine Wasserquelle in der Nähe sein. Es reicht ja schon, wenn da Häuser allgemein sind oder ein Supermarkt. Dann kann man sich das vielleicht auch in irgendeiner Imbissbude, was weiß ich, auffüllen, einfach seine Wasserflaschen. Und wenn ich nicht genau weiß, weil oftmals sind Karten, wo Wasserstellen eingezeichnet sind, ein bisschen rar oder kosten nochmal extra Geld, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Wasser mit. Aber normalerweise kommt man irgendwann früher oder später durch ein Wohngebiet oder an einer Hütte vorbei, wo man sich das Wasser auffüllen lassen kann. Beziehungsweise es sich ja selber auffüllt, einfach dann auf dem Klo oder so aus dem Wasserhahn. Das ist ja normalerweise kein Problem. Es ist mir aber auch schon mal passiert, dass ich falsch gehaushaltet habe mit dem Wasser und dann musste ich einen halben Tag ohne Wasser auskommen, hatte dann auch ein bisschen Kopfschmerzen, aber das war jetzt nicht das Riesenproblem. Normalerweise sind immer irgendwo Wohnhäuser, so haben wir es als Pfadfinder auch gemacht, sind einfach hingegangen, haben gefragt, können wir Wasser haben? Und wenn kein Besitzer in Sicht ist, ja mein Gott, dann geht man halt schnell mal an den Schlauch ran. Das ist natürlich in dem Sinne jetzt nicht ganz legal, aber es geht für kurz Wasser holen und dann wieder raus.
Das waren auch schon die Fragen für heute. Schreibt mir einfach gern mal unten oder wenn es euch einfach mal interessiert, was auf der Zunge liegt, unten in die Kommentare rein eure Fragen. Ich beantworte die immer gern, wenn ich dafür gerade ein bisschen Zeit chillig über habe, so wie jetzt zum Beispiel. Und dann ist das alles kein Problem. Ich habe übrigens Sunrise das restliche Drittel der Suppe gegeben, habe ihm einfach nur das Ding hingestellt und er ist immer noch am Ausschlecken. Also er ist schwerst beschäftigt, das muss man dazu sagen. Tja, meine Freunde, das war's im Großen und Ganzen auch schon wieder. Ich habe leider im Moment nicht so viel Zeit, um rauszugehen. Das merkt man auch daran, dass jetzt schon wieder 2 Wochen mindestens auf meinem Hauptkanal kein Video gekommen ist. Beim Gear-Kanal hatte ich noch ein bisschen Material rumliegen, deshalb fällt das da nicht so auf. Aber auf dem Kanal hier, es ist einfach, wenn ich nicht wirklich die Zeit habe, rauszugehen, dann ist es schwierig, ein richtiges Bushcraft-Video zu machen. Das ist einfach so, bitte entschuldigt das. Es kommt immer dann ein Video, wenn ich auch ein Video gedreht habe und drehen kann, neben der Arbeit, neben Freunden, neben Vereinsarbeit beim Mittelalter und so weiter und so fort. Nochmal ein ganz kleiner Einwurf, wir haben übrigens mittlerweile teilweise 15 Grad. Also heute sind es gerade ungefähr 8 Grad, fühlt sich auch ein bisschen kälter an, weil gerade die Sonne untergeht, aber insgesamt sollen wir zum Beispiel Sonntag, also morgen, wenn ihr das Video seht, sollen 16 Grad den Tag über werden. Also in Norddeutschland fängt gerade schon der Sommer an. Das ist krass, weil natürlich ich das ein oder andere Video gesehen habe und weiß, dass es im Süden noch ganz, ganz anders aussieht. Manche glauben noch, dass wir hier in Norddeutschland nochmal einen Wintereinbruch kriegen. Bin ich gespannt. Letztes Jahr war es ja so, aber da war das schon mit dem Wintereinbruch. Also wir sind jetzt sozusagen datumstechnisch schon hinter dem Wintereinbruch vom letzten Jahr. Also mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen hat. Hier links und rechts oben gibt es weitere Videos. Einfach mal durchklicken. Unten in der Videobeschreibung gibt es auch nochmal Playlists. Die habe ich extra angefertigt zu bestimmten Themen, wo ich dir Videos vorschlage, die ich besonders gut finde. Vielleicht hast du die noch nicht gesehen, weil du neu zum Kanal dazugekommen bist oder irgendwas sonst in der Richtung. Ansonsten gibt es den kleinen Button hier. Kannst du mich abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.